Freiheit. Freiheit ist ein Wort, was mir gerade durch den Kopf ging. Ja, ich habe mich gerade so ein bisschen, Bilder sortiert und die Quellangabe quasi zugeordnet, weil ich den in einem Beitrag verwenden möchte. Und meine Tochter ist so gerade auf dem Weg ins Bett und ja, ich dachte so ein bisschen nach. Ich kam so ein bisschen so, der Kopf war frei, so Bilder durch, hin und her schieben und sowas. Da kann man nebenbei dann auch immer mal noch andere Gedanken fassen. Gerade wenn man so ein bisschen multitaskfähig ist, dann kann das beides ganz gut nebenher laufen. Und ich dachte über dieses Wort Freiheit nach, wo momentan ja auch sehr viel darüber diskutiert wird, Einschränkung der Freiheit durch den Staat, durch die Behörden. Und dachte mir, was ist denn Freiheit? Was bedeutet Freiheit? Vor allem ist Freiheit des Individuums, der einzelnen Person, nicht die Unterdrückung einer anderen? Wenn ich mich frei verhalte, muss ich jemand anderes einschränken. Da fiel mir auch dann klar, logischerweise dann damit einhergeht natürlich dann auch die derzeitige Covid-19-Sache natürlich ein, beziehungsweise kam mir dabei natürlich in den Kopf, weil es momentan ja aktuell eben zusammenhängt. Und dachte dabei dann an Schwarzschimmel. Ich weiß nicht, wer schon mal Schwarzschimmel in der Wohnung hatte, wer das kennt, Stockflecken, kann hervorgerufen werden durch schlechtes Belüften eines Raumes oder überhaupt nicht lüften, dass also sich da dann die Feuchtigkeit so anstaut, dass die Wände anfangen dann zu schimmeln, vor allem da, wo es ein bisschen dunkler ist. So Schimmel, der mag es dunkel gerne, so hinter den Schrankwänden und sowas, was man auch nicht sofort sieht. Kann aber auch hervorgerufen werden durch einen Wassereinbruch im Geschoss über einem, der halt nicht ordnungsgemäß dann instand gesetzt wurde. Ich hatte es mal in einer Wohnung, da wohnte ich im quasi obersten Stock, fünfte Stock, und über mir war der Dachboden. Da hat es dann wohl mal richtig reingeregnet und wie ich da eingezogen bin, hat man noch nichts gesehen. Und nach einer Zeit kam dann halt unter der Tapete dieser schöne Schimmel durch. Ich habe mich dann in die Hausverwaltung gewendet und gewandt und es dauerte sehr lange und er wuchs einfach so. Und es würde, glaube ich, keiner einen Raum benutzen, weil er sich bewusst ist, dass dieser Schwarzschimmel gesundheitliche Schäden verursachen kann. Dass sich die Sporen, ne, so ein Schimmel, der ist ja, ne, schießt jetzt Dinger weg, ne, und dieser Staub. Man soll ja jetzt auch nicht unbedingt dann ohne Mundschutz unbedingt dran, damit man eben beim Beseitigen eben diese Sporen nicht einatmet. Und sicherlich wird es Personen geben, die das halt mal eben dann so machen, dann auf einen Lappen nehmen, ach, wisch ich mal weg den schwarzen Mist da, ne? Und keine Ahnung, was draufsprühen, wenn überhaupt, so weggewischt, dann sieht man es nicht. Auch so eine Sache. Man sieht es nicht, wenn es weggewischt ist, obwohl es ja immer noch da ist. Man hat bloß das Sichtbare entfernt, aber die Reste des Ganzen, die Ursache ist ja nicht behoben. Und das wird auch immer ganz gerne vergessen, dass eine Symptombeseitigung keine Ursachenbeseitigung ist. Auch heute, heutzutage wieder. Wir beseitigen die Symptome und die Ursache bleibt mal. Ist ja ein größerer Aufwand, halt eine Ursache zu entfernen als Symptome. Ja, der Schwarzschimmel. Es würde sich also keiner so unbedingt dann dieser Sache aussetzen. Ich habe einen schönen Schwarzschimmelfleck in der Ecke oder hinterm Schrank, kommt der schon so vorgelugt und winkt am Abend zu, wenn man sich aufs Sofa setzt. So, ne, man grüßt sich schon, man kennt sich schon. Und denk mal, die wenigsten würden es machen und sich daneben aufhalten. Oder halt sofort die Hausverwaltung anrufen und sofort die Miete auch senken. Was ja berechtigt ist, wenn man diesen Schwarzschimmel, also diese fiesen Stockflecken dann auch in der Wohnung hat oder die Räume, die betroffen sind, da kann man dann auch mal die Miete kürzen über den Zeitraum bis zur richtigen Beseitigung. Ja, es wurde dann irgendwann beseitigt, nachdem die Miete halt auch gekürzt war. Und ob es jetzt sachgemäß entfernt wurde, das kann ich also nicht sagen. Aber man benutzt diesen Raum nicht. So. Ist es eine Freiheitseinschränkung? Ja.
ich habe dafür aber dann auch, wie gesagt, dann, weil ich diesen Raum nicht nutzen konnte, dann auch die Miete kürzen können. Was auch dann ohne groß Gemecker oder sowas dann auch hingenommen wurde. Momentan ist die Situation, dass es eine Sache gibt. Ich sage, dass es sie gibt. Nicht, weil ich sage, gibt es sie, sondern halt, ich gehe jetzt einfach mal davon, stark davon aus, dass es sie gibt. Dass also kein Hirngespinst irgendwelcher Personen ist, um die Menschheit zu knechten, zu unterdrücken und gegen ihren Willen halt in ihre Häuser zu sperren. Aber man sieht es nicht. Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht, man riecht es nicht. Und also kann es nicht existent sein. Was ich nicht sehe, ist nicht da. Was ich nicht rieche, ist nicht da. Gas zum Beispiel. Hm? Gas, was wir in der Wohnung, was in Wohnräumen, in Häusern genutzt wird, zur Wärmeerzeugung, dem ist ein Geruchstoff beigesetzt worden. Das ist dieses Beißende, was man merkt, wenn man so ein, zum Beispiel jetzt, wenn Gasherd hat und er will nicht sofort anspringen und oder das Gas, auch schon mit Gas vom Kochfeld, pustet dann das Streichholz oder die Flamme aus und es tritt halt was aus, man kriegt es in die Atemwege, man bekommt es in die Nase und es beißt. Das ist ein ganz komischer Geruch. Und das ist ein Geruch, ich weiß nicht, welches Mittel beigesetzt ist, aber es ist, ich kann es nicht namentlich benennen, es ist zumindest ein Mittel beigesetzt, damit wir dieses Gas riechen, weil es eigentlich geruchslos ist. Hm? Ist es denn dann, wenn das Mittel mal nicht drin ist, ungefährlicher, nur weil es nicht riecht? Nein, das ist gefährlicher, weil man es eben nicht riecht. Weil man sich nicht bewusst ist, dass ein Gashahn offen ist und das ganze Haus schon voller Gas ist. Entweder kippt man um oder ja, man knipst das Licht an, abends, man kommt nach Hause, kommt im Flur, riecht nichts, ne? Licht an, nur ein kleiner Funke, beziehungsweise halt ne, durch den Kontakt entsteht ein kleiner Funke und dadurch, bums, war es mit der Hütte und nicht mehr mit der Hütte, war es mit dem ganzen Wohnblock. Ja, ist es ungefährlicher? Nein. Nur weil es nicht riecht. Weil man es nicht sieht, sehen tut man es dann sowieso nicht. Gleich, wenn man gegen das Licht schaut, dann sieht man es flimmern. Hm? Aber die Coronaviren sieht man nicht. Sie schmeckt, man schmeckt sie nicht und man riecht sie nicht. Vielleicht sollte man da auch was machen, dass man sie sieht. Hm? Das ist auch wie kleine Partikel durch die Luft fliegen sieht. Obwohl Radioaktivität sieht man auch nicht. Hm? Ob sie dann Personen halt, man sieht es nicht, also dann, ich weiß nicht, warum dann halt diese Sache zum Beispiel mit der Asse ist, warum da die Leute auf die Barrikaden gehen. Man sieht es doch nicht, man riecht es nicht, man schmeckt es nicht. Oder warum gegen Atomkraftwerke gewettert wird. Hm? Was ist denn also schlimm an der Atomkraft? An Radioaktivität, das ist doch nicht schlimm. Man riecht es nicht, man schmeckt es nicht, man sieht es nicht. Kann also nicht gefährlich sein. Ist auch noch keiner dran gestorben. An Radioaktivität. Es wird gesagt Krebs. Okay, man stirbt aber an Krebs, aber nicht an der Radioaktivität. Man stirbt auch nicht an HIV. Ist auch keiner dran gestorben. Weil es auch jetzt oftmals erwähnt wird, dass ja noch keiner, von den ganzen Zahlen, die es gibt, dann auch keiner an den an Corona oder Covid-19 gestorben ist. Hm? Nee, die Leute sterben ja nicht dran. Die sterben dann an Herzversagen, weil sie einen zu hohen Blutdruck haben. Beziehungsweise an den Krankheiten, die sie auch im Vorfeld schon hatten. Oder die verstärkt dann auftreten. Daran stirbt man, aber man stirbt ja nicht an Corona. Und genauso stirbt man auch nicht an HIV. Nee, man stirbt dann auch an der Lungenentzündung. Man stirbt ja nicht, also kann der Virus, dieses Virus, das HIV-Virus ja auch nicht so gefährlich sein. Das sind halt so Beigedanken, die mit um das Thema Freiheit dann herumschwappen. Denn jetzt auf einmal fühlt man sich eingeschränkt. Man muss Regeln befolgen. Das ist kurz vor der Diktatur. Das ist ganz hart an der Grenze momentan. Das ist nicht mein Mann, das ist das, was ich halt lese. Also, teilweise wird es auch vorgetragen mit einem Unterton, der mich sehr an Hörspielkassetten erinnert, an aus den 70er Jahren. Wo eine komische Stimme dann den Text vorliest. Grausam. Kann man das nicht normal rhetorisch machen? Muss man dann unbedingt irgendwie so, ja, wie von, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, diese Gruselkassetten. Die hatten entweder so ein klein grünes Cover, wo das Bild halt so drauf war, oder halt so ein pinkfarbenes.
Hörspielkassetten. Ich weiß gar nicht, ob die auch von Europa waren. Also es waren nicht die John Sinclair-Kassetten, die Hörspiele, sondern ich weiß auch nicht mehr, wie sie hießen. Ich habe davon noch nicht so viel gehabt. War witzig, das auf jeden Fall, aber... Freiheit, Freiheit. Freiheit wird ja momentan auch sehr stark gleichgesetzt. Ne? Ich mich hier nur auf YouTube und dann Startseite. Ne? Sobald ich mich irgendwie, weil ich auf YouTube klicke, erstmal geht die Startseite auf, bevor ich dann auf meinen Kanal komme, um da auch was hochzuladen. Und oder zum Arbeiten vielmehr. Hochladen kann ich ja auch auf deiner Startseite aus. Sehr viel von diesen Finanzkanälen, die auf einmal auch so aufpoppen. Schon immer da waren oder schon lange da waren, aber jetzt prägnant da sind, weil sie oft angeklickt werden. Das Bargeld ist in Gefahr oder das Bargeld soll abgeschafft werden, unsere Freiheit ist in Gefahr. Ist man nicht eigentlich frei, wenn es überhaupt kein Geld mehr gibt? Ich meine, Geld und Freiheit ist ja eigentlich, das würde ich ganz sagen, ein Raufen. Geld bedeutet, man ist abhängig. Man ist ja schon abhängig davon, dass man es eventuell verlieren könnte. Oder es nicht mehr wird. Das ist doch schon eine Einschränkung. Das hat ja nichts mehr so gesehen mit Freiheit zu tun. Freiheit ist das, was man kein Geld hat. Wenn man dann wirklich dann autark leben kann. Unabhängig von allem. Aber sobald ich was mit Geld zu tun habe, sobald ich Geld anhäufe, bin ich abhängig davon. Und abhängig von denen, wo ich es hinpacke. Ich kann es ja nicht die ganze Zeit zu Hause behalten oder im Garten vergraben. Da bin ich wiederum auch abhängig davon, dass die Kiste, wo es drin ist, halt, dass da nichts dran passiert. Kein Wasser eindringt, dass das Geld anfängt zu schimmeln oder anfängt zu rosten. Ich habe ja kein Gold und Silber mehr, was irgendwie nichts dran passiert. Obwohl, Silber kann auch anlaufen, ja, aber es ist interessant und vor allem auch, wie viele Leute dann drauf abfahren. Tja, und momentan die Freiheit. Große Freiheit. Freiheit ist doch wirklich das, also was ich am Anfang gesagt habe. Bestes Beispiel, Nihat, weil er seine Freiheit ausleben wollte und sich nicht in seiner Freiheit einschränken wollte, jemand die Haustür zugeparkt, dass ich auch nicht mehr mit dem Kinderwagen rauskam. Ich hätte mich jetzt noch vorbeiquetschen können, das wäre gegangen, hätte dann aber quasi eventuell, ne, ihn wieder in seiner Freiheit eingeschränkt, indem ich irgendwie mit einem Reißverschluss oder sowas einen Kratzer an den Lack gemacht hätte. Aber er ist feist grinsend ausgestiegen, hat noch ein bisschen vor sich hingehustet, um zu zeigen, von wegen so, ich bin ja Vollidiot, dass ich momentan die Regeln befolge. Und ja, gut, ich habe noch einen Hinterausgang, bin ich halt hinten nochmal raus. War mir vollkommen schnurz. Ich fand es so gesehen affig. Aber das ist jetzt ein Extrembeispiel, dass wenn sich jemand die Freiheit nimmt, jemand anderes eingeschränkt wird. Ich kann auch ein gutes Beispiel nennen, Tanzflächen. Tanzflächen ist auch ein schönes Beispiel. Sagen wir, jeder hat um sich herum einen Radius, seinen Freiheitsradius. Nicht irgendwie einen Freiheitsradius, der jetzt vom Staat irgendwie diktiert wird. Jeder hat einen Freiheitsradius, oder ja, Armlänge, ne, was wir da mal hatten. Sondern jeder hat so seinen Dunstkreis, ne? So seine Privatsphäre. Ne? Sag ich mal von 2 Metern. Das kann auch mehr sein. Aber ich sag jetzt mal so pauschal 2 Meter. So. Jeder hat so einen Ring und die berühren sich nicht. So, die stoßen aber, diese Ringe stoßen halt. Jetzt habe ich hier bloß so einen Ring hier noch rumliegen. Ich meine, diese Dose. Ich muss bloß zumachen, sonst schaue ich mir gleich hier mein Tomatengewürzsalz irgendwie auf den Stuhl und das möchte ich auch nicht. Das schränkt mich wieder in der Freiheit ein, da muss ich noch saugen. Das ist auch nicht schön. So, und dann werden wir Leute wach und meine Tochter wird wach und dann schränke ich deren Freiheit ein. Das ist, ne? Sobald ich mir die Freiheit nehme, irgendwas zu tun, wird jemand anderes Freiheit eingeschränkt. Ja, und deswegen dieses Geschrei nach Freiheit. Wir brauchen Freiheit. Das sind doch diejenigen, die dann wiederum andere Menschen in ihrer Freiführung einschränken. Weil die richtige Freiheit ist die. Und das ist ja eine falsche Freiheit. Also meine Freiheitsvorstellungen sind eine andere als eure. Ganz klar. Aber ich kann ja nicht erwarten, ich muss ja dann auch wiederum tolerant sein. Ich gebe mir die beste Mühe, wirklich tolerant zu sein. Auch ethische Sachen einzuhalten. Aber Ethik, auch ein Punkt. Ethik bedeutet, oder läuft nicht konträr mit Freiheit. Weil bei Ethik muss ich mich an Regeln halten? Muss ich bestimmte Regeln befolgen?
Das heißt, ich werde dann wiederum in meiner Freiheit eingeschränkt, weil ich ja Regeln befolgen muss. Ich kann mich ja nicht frei verhalten. Ich muss dann schon mal so ein bisschen meinen Freiheits, ne, mein Ring quasi, meinen Freiheitsring, den ich habe, dann schon mal wieder ein bisschen irgendwie, na, ich drücke das hier mal rein. Das ist jetzt die Ethik. Das ist jetzt die Ethikbeule. Ne? So, das ist dann, da muss ich mich jetzt so ein bisschen der Sache fügen. So, und hier bin ich drin. Das ist mein Freiheitsbereich. Und durch die Ethik oder andere Sachen, ne, gibt es halt so eine kleine Beule. Die ich mir aber selbst zufüge. Weil ich mich ja an diese Regeln halte und ja auch niemand so gesehen auf die Füße treten möchte. Oder nicht auf die Straße rotze oder rumfurze, wo ich will. Ist auch Ethik. Gut, ich kriege Bauchschmerzen. Es schränkt mich in der Freiheit ein, weil ich dann Bauchschmerzen bekomme, eventuell. Und wenn die Luft nicht entweichen kann und ja, das schränkt mich in meiner Freiheit wiederum ein. Also bin ich nicht frei. Also furze ich rum, aber schränke dadurch ja die Freiheit der anderen ein. Deswegen Freiheit. Was ist Freiheit? Was ist Freiheit? Erst soll mir irgendwie hochdekorierte Personen doch mal erklären, was Freiheit bedeutet. Statt aufzustacheln. Dass jeder nach Freiheit schreit, aber jeder versteht überhaupt nicht, was Freiheit ist. Jeder hat seine eigene Freiheit, sicherlich. Klar, logisch, aber dass Freiheit auch, wie gesagt, Dellen bedeuten, Beulen bedeuten. Aber das sind die Leute, die halt immer einen stabilen Ring haben, der sich überhaupt nicht eindellen lässt. So. Und dann weiten sie halt teilweise ihre Freiheit noch aus. Ne, das ist der normale, zugestandene Freiheitsbereich. Dann werden sie aber so, dass sie halt dann, nehmen wir hier mal die Leimdose. So. Das ist auf einmal der Freiheitsbereich von dem normalen Freiheitsbereich, dem ne, jeder hat. Müssen sie halt, jetzt möchten sie halt doch ein bisschen freier sein, mehr Freiheit haben. Das bedeutet aber, dass die Leute, die außen rumstehen, das Umfeld, automatisch kleinere Freiheitsbereiche bekommen. Und die drücken sich auch wieder rum, beziehungsweise sie möchten vielleicht auch nicht zurücktreten. Und die treten dann vielleicht ein bisschen zurück, damit der eigene Freiheitsbereich nicht ganz so eingeschränkt wird durch den großen Freiheitsbereich des, was auch immer, was das für eine Person ist. Also trete ich auch noch mal ein bisschen zurück, drücke aber den nächsten Bereich kleiner. Und irgendwann kommt eine Wand. So. Ich denke mal, jeder, der schon mal auf einem Konzert war, wo es halt mal ein bisschen nicht, vielleicht Helene Fischer aus, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Kessel, Tanzkessel, wo nicht jeder irgendwie so seinen 2 Meter Freiheitsbereich um sich herum hat, sondern dann wirklich durch das Rumpogen und sowas dann halt schon ein bisschen mehr zustande kommt. Und außen um den Kessel rum stehen ja Leute. Es ist ja nicht so, dass der Kessel halt irgendwie eingegattert ist oder sowas. Das ist halt so ein Käfig, ne, in der großen Masse ist. Und wenn man sich schon mal am Rand von diesem Kessel aufgehalten hat oder diese ganze Wand dann irgendwie so nach vorne drückt, so auf der Bühne geht's los, dann kommt es alle nach hinten, nach vorne geschoben und man kann sich überhaupt nicht mehr halten. Und wenn man da auf die Fresse fliegt, wegrutscht, weil irgendwie der Boden nass ist oder schlammig ist, da wieder hochzukommen, das hatte ich einmal erlebt, da wieder von diesem Boden hochzukommen, ich meine, vom Boden aufstehen, das ist eigentlich überhaupt kein Ding. Dann steht man auf. Aber nicht in so einer bebenden Masse, das ist echt hart. War ich auch in meiner Freiheit eingeschränkt aufzustehen. Das war heftig. Und irgendwann kommt das Gatter vorne an der Bühne. Das heißt, hinten schaffen sie sich gerade die Freiheit, aber irgendwo sind welche. Desto mehr Personen nach Freiheit ihre Freiheit verlangen, die Freiheit nach vorne treten zu können, dann gibt es welche, deren Freiheit eingeschränkt wird und irgendwo geht es nicht weiter. Und die gehen drauf. Für die Freiheit der anderen. Das heißt, was ist denn Freiheit? Freiheit bedeutet immer, dass andere Personen entweder in ihrer Freiheit eingeschränkt werden oder eben wirklich unterdrückt werden oder auch wirklich stark zu Schaden kommen. Und ich denke mal, das wird bei dieser ganzen Diskussion nach Freiheit von den wenigsten Personen beachtet. In dem Sinn, einen schönen Abend.